Jawoll! Voll, 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 voll! Dich nicht! Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, es heißt Road to Glory. Ja, ich bin in CSGO relativ neu und werde jetzt in diesem Format sozusagen filmen, wie ich hoffentlich Tag für Tag besser werde und eines Tages dann Glory eventuell sein werde. Ja, das ist jetzt dann die erste Folge. Und da habe ich schon mal verkackt, ich versuche mal zurückzuspulen. Nö, schieß los, ne? Wo darf ich, ach, da fern muss ich weiter. Okay, nein, es funktioniert nicht, zurückzuspulen, schade. Aber ey, passiert, ja, der Ersteindruck soll ja einfach jetzt mal nicht täuschen. Auch wenn es jetzt blöd gelaufen ist. Aber so schlecht bin ich gar nicht, ja. Finde ich zumindest für Counter-Strike, was meiner Meinung nach sehr anspruchsvoll ist. Ich hatte auch ziemlich Respekt vor dem Spiel. Aber wir werden einfach mal gucken, wie es läuft. Ich spiele jetzt nebenbei immer noch ein bisschen Angry Birds. Wenn ich gerade nicht dran bin. Da ist ja der zweite Teil rausgekommen von Angry Birds. Aber gut, wir wollen jetzt nicht über Angry Birds reden, sondern Counter-Strike spielen. Ich gehe jetzt mal den Weg hier, den will ich noch... Achso, hier geht es nirgendwo hin. Okay. So, da hatten wir immerhin mal einen Kill. Einen zweiten Kill. Und jetzt lebt im Gegnerteam auch nur noch einer. Hier um die Ecke gucken, habe ich jetzt gelernt, okay. Jawohl! So. Jetzt ist Comeback oder was? Bei mir sind ja momentan Ferien, das heißt, eigentlich müsste ich gerade voll die Zeit haben, Sachen aufzunehmen. Aber es ist ja auch nebenbei, dass auf meinem Kanal gerade die 1.1 geladen wird. Nein. Scheiße. Das macht dann, das nimmt auch einige Zeit im Anspruch, weil. Aber das Projekt, also ich wollte es jetzt nicht vorenthalten, weil ich wollte halt mich nicht jetzt komplett auf diese 1.1 konzentrieren, das auf meinen Kanal bald da aktiviert wird, sage ich mal. Deswegen habe ich mir jetzt halt dieses Projekt ausgedacht, wegen in letzter Zeit zocke ich echt viel Counter-Strike. Und ich dachte mir einfach, so ein normales Let's Play ist langweilig, also mache ich so eine Art World of Glory, wie es das von FIFA schon 1 Milliarde Male auf YouTube gibt, nur in Counter-Strike-Version. Ein paar Skins habe ich geschenkt bekommen. Die anderen, naja, paar Mal habe ich Kisten, die ich geschenkt bekommen habe, verkauft und mir von dem Geld dann irgendwelche Skins für 9 Cent oder so geholt. Ey, das gibt's nicht. Und weiter geht's. Aber immerhin ein Skin als kein Skin, ne? Auch wenn es jetzt nicht die geilsten sind. So schlecht sind die ja jetzt teilweise nur nicht. Ey, von wo? Also bei Angry Birds kann man jetzt immer vorspulen, wenn irgendwie
alle Schweine aufgeräumt sind, aber halt die Map noch an sich zusammenfällt. Ich wünschte, hier könnte man auch vorspulen, wenn man tot ist, dann... Es würde viel Lebenszeit retten. Shit. Erschrocken, Alter, hoch 10. Ey, das war meiner. Ja, war's auch. Okay. Ich habe auch wenig Ahnung davon, ob man jetzt irgendwie, ob eine Map CT-Map ist oder T-Map. Ja. Sterb doch! Scheiße. Ey, was war denn das für ein Scheiß-Battle, Alter? Boah, der war ja genauso verpellt wie ich. Aber trotzdem immer die Runde geholt. So, weiter geht's jetzt hier. Da oben kommen, glaube ich, immer welche aufs Dach, also schmeiße ich da mal eine Granate hin. Hat nichts gebracht anscheinend. So. Ich würde sagen, das war jetzt gerusht, oder? Weil ich so schnell zum Gegner gerannt bin. Aber gut, das haben meine Team-Kamerads ja auch gemacht. Ja, voll, sehr schön, sehr schön. So, jetzt Teamwechsel. Mal sehen, ob es dann immer noch so gut läuft mit dem Team, weil ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier so eine CT-Map ist. Ich bin ja jetzt CT oder eine Terroristen-Map, ja? T-Map, ja. Für die AK brauche ich noch einen Skin, bin ich der Meinung. Aber ich habe keinen Bock, Geld dafür auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht's hier? Wo komme ich hier hin? Ja, sehr schön. Schön so von Seite geschlichen. Bombe ist gelegt oder was? Also einfach nur auf den Spot aufpassen. Schön. Jawohl, jawohl, jawohl. Das läuft, das läuft. Comeback gefeiert oder was? So, jetzt habe ich mal die Bombe. Hier habe ich einen Skin für, den finde ich auch ganz cool. Der war billig und ist auch, glaube ich, nicht so wertvoll. Aber trotzdem fand ich ihn cool. So, ganz schnell hier rein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Boah. Puh. Nächste Waffe, nächste Runde. Granate habe ich auch noch, das ist gut. Ich wüsste auch gerne, wie man den Voice Chat benutzt, weil davon habe ich keine Ahnung. Das wäre ganz cool zu wissen, dann könnte ich immer mit den Russen und so reden. Die mich dann immer anschreien, wenn ich irgendwie noobig bin. Ah, verdammt. Gegen einen Bot auch noch. Gegen einen Bot verliere ich, Alter. Normal. So, Angry Birds. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich weiß, was ich mache.
Ey, das war gar nicht... Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht bei Angry Birds, ey. Mein Handy laggt. So, wir brauchen nur noch eine Runde, dann haben wir gewonnen. Oder? Ja, noch eine Runde, dann haben wir gewonnen. So, das reißen wir jetzt. Ich habe die Bombe, na dann wird das auf jeden Fall was. Ich rush jetzt durch. Und leg sie sofort. Scheiße. Kommt schon. Jawohl, jawohl. Oh shit, das ist kritisch. Jetzt hängt's von Eis Kaiko ab und er versagt. Und die Bombe, ach scheiße. Alter, was war da denn los, ey? Oh mein Gott, ey, ich habe überhaupt nichts gecheckt gerade. Ich habe einfach drauf geschossen, aber nichts getroffen anscheinend. Aber ich wurde getroffen und das war, naja, ich hätte es andersrum besser gefunden. Und der wird gleich gesnackt. Ja, komm schon, du machst sie fertig. Ja, schön. Hinter dir. Hinter dir. Ah, schade. Ey, komm, wir brauchen nur noch eine Runde. Das machen wir jetzt. Wir bringen ihn erst nach Hause, oder nicht? Ah, ich gehe mal einen anderen Weg. Einfach zum Probieren. So, mit 18 live hole ich den jetzt nicht. Scheiße. Oh. Komm. Nein, er entschärft. Er entschärft. Du bist allein. Jawohl. Eiskalt. War doch easy game. So, jetzt habe ich eine Kiste sogar geschenkt bekommen. Die werde ich verkaufen und mir von den 9 Cent, die ich dafür kriege, einen schlechten Skin holen. Puh, ja, das war die erste Folge von Road to Glory Counter-Strike. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Euer Non-Safe Gaming.